Heute, was geht ab, Leute? Heute ist eine kleine Feier, Überraschung. Ich hab's versucht, eine Überraschungsfeier zu machen, aber weiß nicht, wie überraschend es wird. Für Barisch, dementsprechend ein bisschen hier sauber machen, Eiswürfel machen, keine Ahnung, Bier in den Kühlschrank legen für Nico Away. Extra Special Guest eingeladen. Ich hoffe, Barisch freut sich darüber. Und ja, dann gehen wir essen, glaube ich. Erstmal ein paar Sachen erledigen, dann essen, die Cupcakes abholen. Oder ich hole erst die Cupcakes ab, je nachdem. Und dann am Abend kommen die also eh. Schaut so, Leute, krasse Location für Fotos gefunden, Instagram-Fotos. Mein geschultes Auge hat direkt gesagt, Alter, check mal ab. Zu krass hier. Ja, das muss ich mir echt merken. Ich engagiere den Kollegen, der die Jungs Tour-Fotos machen sollte. Und lass mir endlich mal ein paar krasse Instagram-Fotos machen. Krasse Rahmen, Leute, krasse Rahmen. Das ist cool gemacht. Der Typ labert uns nur in Chinesisch an. Sehr authentisch, aber dafür gibt es dann sowas hier. Schaut's mal, Leute. Wir sitzen an der Quelle. Wie sieht man dann? Ich glaube, du brauchst eh keins von dem, weil du hast ja gebraten. Leute, schaut, wie saftig das aussieht. Und Frühlingsrollen, ich muss immer die Frühlingsrollen abchecken. Und Chicken geht immer. Okay, da jetzt auch noch hier. Für die Zuschauer. Brühencheck, Leute. Der Brühencheck. Das ist eine Brühe voller Geschmack. Fleischcheck. Er schmilzt im Mund. Nudelcheck. Die Nudeln sollen hier krass sein. Die werden hier direkt gemacht. Man kann sie immer im Schaufenster sehen, wie sie gemacht werden. War lecker. Den Laden kann ich echt empfehlen. Also man sagt ja immer, super authentisch, das Essen ist gut, wenn die kein Deutsch können. Also die haben nur alle Chinesisch geredet. Super Side-Dishes, also das Chicken super softig, Frühlingsrollen super softig. Kann ich echt empfehlen. Und Preis-Leistung auch super. Das ist gar nicht teuer, obwohl es direkt in der Stadt ist. Direkt Sellinger Tor Stachus. Mega, also da habt ihr mich nicht zum letzten Mal gesehen. Ah ja, jetzt hole ich die Cupcakes für Barisch. Bin gespannt, wie die aussehen. Er bringt auch noch seinen Bitcoin-Kuchen, den er von seiner Schwester bekommen hat. Weil er ist ja allein, also hat er nicht so viel davon gegessen. Deswegen, ja, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel bestellt. So, so sehen sie aus. Habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen. Bitcoin-Defi. Ja, sieht besser aus als erwartet. Also ich denke schon, dass man das oben essen kann. Mein Gott, Leute. Wir machen Überraschungsparty für Barisch. Treff von 21 Uhr. Eigentlich müsste jeder ein paar Minuten früher kommen, wegen Überraschung und so. Nur Chong und Borgi und seine Freundin sind gleichzeitig. Oh, ihr seht mich gar nicht. Oh, wo ist das Licht? Jeder andere kommt zu spät zur Überraschungsfeier. Ey, Mann. Wenn deine Freunde Ausländer sind, Mann. Zu viel Hamsterrad, weil keine Zeit, Mann. Servus. Hi. Grüß dich, Belize. Alles klar? Alles top. Hi, dir. Tschüss. Wer bist du? Shit, erzähl doch mal, Tati. So, Alter, ja, Dimi ruft mich so an, so, ey, Tati, das hast du mitbekommen mit dem Freezer und so. Ich so, nee, was meinst du? Ich bin nur am Arbeiten, ich bekomme nichts mit, TVA, gar nichts, nur so am Rande. Okay. Ja, ich bin jetzt voll all in, bin ich so, wie meinst du all in? Ja, ich habe alles verkauft, bla bla, bin all in, ich habe 14.000, ich so, echt jetzt? Ja, ja, bist du gar nicht drin? Ich so, doch, halt mit den Teilen und so, ich so. Ja, und Hong, Barisch und Test und Paul Beef und heute die Stimmung mit Ed schlecht und so.
Er ist fertig, Mann. Er ist fertig, Mann. Ich schwör's dir. Ihr habt seinen Kopf gekriegt, Leute. Ich schwör's dir. Und ich weiß nicht, ob er dann euch, ob er das echt so als Joker nimmt oder nicht, weil der ist fertig, Mann. Oh, der kommt auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Weißt du, ich hab vorhin mit ihm telefoniert um 18 Uhr oder so, weißt du? Musst du nicht mal kurz. Endheftig. Shit, Leute, der Prank war zu hart. Oida, Barisch, was geht ab? Mach mal Musik, Leute, warte. Oida, Sascha. Warte, mach mal leise. Sascha. Was? Oida, Barisch, was geht ab? Hier spricht Mr. Sechsstellig. Ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Viel was? Gesundheit, viel Erfolg weiterhin. Bleib so, wie du bist. Auch wenn ich dich jetzt noch nicht persönlich getroffen habe. Aber das wollen wir bestimmt nächstes Jahr dann nach. Feier gut weiterhin. Und du weißt ja, all in Cardano. Yes, all in Endspool. Warte. Oh mein Gott. Oida, Barisch. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ja. Viel Gesundheit. Bleib so, wie du bist. Du bist echt ein cooler Typ. Ich bin froh. Hey, Leute, ist mir so echt unangenehm. Das machen wir nie wieder so. Bleib so, wie ihr seid. Bleib du so, wie du bist. Behalte deinen Mind. Ja, man, man ist immer Fuß. Nicht alles. Lass dir nicht so von Patrick. Ich bin also, hau rein. All Drink, Mann. Ja, endcool. Warte, danke, einer Boy. Wer? Ja, ja, was ist Marvin? Das ist Marvin. Ja, Ricardo. Jo, Barisch, mein Bester. Ja. Ricardo. Ja, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Viel Erfolg, Glück und vor allem Gesundheit. Das sind ja auch alle, die für dein neues Lebensalter bzw. deinen neuen Lebensabschnitt. Lass es dir gut gehen. Genieß deine Überraschungsparty, die Jungs da für dich organisiert haben. Und ja, ich merke auch gerade im Hintergrund winkt der Karl von ihm auch alles Gute zum Geburtstag. Und Karl, das war echt das Lustigste. Ich habe auch mal danach gefragt, wann ihr ihn denn endlich mal in sein Büro besuchen wollt. Habe ich dem Karl gesagt, der ist dann gestorben und war schon nicht. Ja, echt jetzt? Ich spiele Basketball. Gehst du noch mal los? Geh dreimal, viermal die Woche spielen. Frei? Nee, draußen, Alter. Wir haben ja auch Turniere gespielt. Danke, Ricardo. Echt cool von euch, Leute. Ist mir echt ein bisschen unangenehm, aber ich weiß es echt sehr zu schätzen. Das tut mir echt viel. So, genug gelabert. Die sind irgendwie so. Wo ist deine Lage? Komm, wo ist deine Lage? Danke für den Freezer und so. So komplett am Arsch. Oh mein Gott. Mein Gott, Mia, gar kein Bock. Ich hab Mia gar nicht eingeladen. Ich hab Mia gar kein Bock, Alter. Schuss auf den Hund, Mann. Schuss auf Busch Khalifa, Alter, Mann. So. Hallo. Mashallah, was geht? Ja, ich hab eine neue Routine ausgemacht, Alter. Hä? Ich hab eine neue Routine ausgemacht. Ich bin nach Sonnenuhr gegangen. Sorry. Schuss auf den Hund, Mann. Sonnenuhr, da bist du ja Alter, warte mal, hier ist mein Kind. Schön, noch Hallo, Alter. Das ist von mir. Achso, sorry. Fußball war geschenkt von Nico, oder wie? Ja, Alter, Nico, ist da eine Bombe drin? Ja, natürlich war, Alter. Oh mein Gott. Joy, ich hab keine Lichtung gehabt bei meiner. Ja, so ist das. Ja, mal mit Papier oder so drumherum. Mach das mal. Will ich was Kreatives machen? Das könnte ein Buch sein. Ja, ja, kreativ ist nicht, aber. Ich habe schon Erfolg. Stimmt, so ein Buch über Immobilien. Das hast du gar. Das hast du aber. Warum sie dich den Weg wählen? Das ist ein Buch, oder? Ja. Interessant. Da du gerne Bücher liest, aber ich habe jetzt extra nichts über Finanzen, damit du auch mal was die Normales liest. Toten, aber hab ich mal geschaut, was so aktuell gut ist. Und das ist der Titel? Die ewigen Toten. How to get to Nein, ich wollte extra nichts über Finanzen, über Krypto, dass ja, du nicht was Normales. Die hast du alle. Ja. Deswegen, dass du mal was Normales liest. Ja. Du kommst auf dieses Buch. Okay, die ewigen Toten, echt normaler Titel. Schon ein Harry Potter, was du verwendest diesen Monat, der Hundbube. Ja, aber das war halt das Elfenfeld. Da ist ein Kreuz drauf. Du weißt schon, ich bin Moslem, oder? Scheiß drauf, egal, Mann. Das ist ein Kreuz. Das ist nur ein Titel, Mann. Das ist nur ein Titel. Ja, okay, ihr wart echt noch cool drauf und so, obwohl mein Geburtstag ist, aber etwas hat echt dramatisch gelaufen. Das ist dieses Expo. Pech! Pech, Mann! Pech! Oh mein Gott! Ich hab's immer gesagt, Mann! Ich hab's immer gesagt, Mann! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Schon gerade leiden, Mann! Komm, Sorry!
Ich hab gesagt, es kann alles passieren, mein Portfolio, ich hab alles gesagt, ich hab, wie viel ich drin hab, ihr wisst alles. Und ja, es kann halt auch mal was schief laufen, das ist halt dieses Exploit passiert. Oh mein Gott, gleich läuft ein. Es sind mehr DFI entstanden, als es gibt, und jetzt muss halt Usen schauen, ob es irgendwie jeder zurückführen kann. Das erst mal schauen, Mann. Eigentlich kann man es auch immer machen, aber diesmal ist halt echt ein Problem gekommen. Weil er ist mit dem Masternotes raus und dann verliert er die Mitspracherecht. Wisst ihr, was ich meine? Und dann auch die 10 Jahre sind nochmal andere Masternotes. Deswegen, wo sie rausgegangen sind, hatten sie nicht mehr die Mehrheit. Weißt du, was ich meine? Endsmart, das ausgerechnet die Masternotes. Das klingt irgendwie entleitend, Mann. Ich weiß doch nicht, was heißt, aber es klingt irgendwie leidend, Mann. Okay, was heißt das jetzt? Ja, Yusuf hat es verloren, aber er hat es jetzt noch nicht geschafft. Eigentlich, wenn es ein leichtes Problem ist, kriegst du es gleich raus. Aber die schreiben zwar Telegram so nett und so, aber das ist nur, damit keine Panik ausbricht. Panik. Okay, du glaubst, das heißt? Ja, Yusin muss es zurückprogrammieren. Also ich gehe jetzt. Aber er hat die Mehrheit nicht mehr. Hast du gehört? Gar nichts, Alter. Scheiße. Okay, was heißt das jetzt, aber was heißt das jetzt für uns? Weißt du nicht. Warten oder können wir was machen? Nee, wir können nichts machen. Du kannst die ersten 10 Jahre rausholen. Ja, das ist klar. Also, dass wir es aus dem. Das ist ja das Leidende. Ja. Während alle dann verkaufen, die alle im Freezer sind, die sind halt am Arsch. Ich sag so, wie es ist, muss die Wahrheit sagen. Ich brauch zwei, ja. Ja, hier mal nicht. Wir wollen drei. Fuck! Oh, okay. Alles gut. Tu doch nicht auf den Tabak drauf. Tu doch auf den. Ja! Ich will. Oh mein Gott! Ich wollte das mal wegmachen, oder? Scheiße. Anders im Haus. So? Genau. Oh mein Gott, passen zu, nur noch passen zum Freezer, Mann. Ja, und nur noch Pech drehen. Das ist der Deckel. Das ist ein anderer Ding. Wo ist es denn? Okay. Okay. Ich wollte jetzt fragen. Ich kann nichts machen, Mann. Ich wollte jetzt fragen, kriegst du aktuell passives Income? Ja. Durch DeFi? Dies, was war noch von den Restmaßen? Rest hast du gesehen? Ja, ja, genau. Ich krieg immer ein bisschen was. Deswegen frage ich dich gerade, ob das. Ja, das sind die Rest. Das sind die. Ja. Digga, das sind 0,00 irgendwas, ja, Mann. Du ziehst die, Bro. Ja, ich sag's dir. Einfach rein. So, wie es geht. Wenn du willst, ich geb dir jetzt mal. Gib mir, ich kauf dein Code-Deck. Mama, Mama. Oh mein Gott, der Snatch hat gesprochen. Mama, Versteigerung. Market 80%. Mama, Versteigerung. Wer bietet mehr? Schau mal rum. Alles gut. Ja, okay, reicht schon, Leute. Ey, nein, stimmt nicht in mir. Alter, ich will mein Herz. It's a prank. Oh, it's a prank. Stimmt nicht. It's a prank. Sie zögert mir sich mal. Es war alles nur Spaß. Oh mein Gott, Mann. Wusstest du's? Ich schon meine Idee, Digga. Oh mein Gott, Mann. Jeder wusste, ich sei ja, Mann. Das ist endgelitten. Oh mein Gott, so geil. Das hat mir echt getan gerade. Alter, Dimi, du hast echt gut ausgenommen, Dimi, Mann. Dimi, du hast echt gut ausgenommen. Dimi, so check gar nichts, alle lachen so, Dimi, so gar nichts. Die hat sich sowieso gefreut, ich weiß nicht. Natürlich. Ich höre euch jetzt eine Minute nach den 10, ich schwöre, die sind ja gesagt. Ich höre jetzt eine Minute vor den 10. Ich höre jetzt eine Minute vor den 10. Schau mal, Herr, was hab ich jetzt für uns gemacht? Oh mein Gott, End schön gemacht! Heute Endschool noch. What the fuck, wieso schauen die so krass aus? Richtig krass. Was bin ich, Sascha? Ich hab extra Freunde in den Pen geschickt, weil ich mich um Krypto kümmern musste. Oh mein Gott, also wollte. Oh mein Gott. Mein Gott, Sascha, wieso schaust du nicht Video an? Aber echt, Mann, 9 Uhr war es hochgeladen worden. Hättest du machen müssen. Komm mit dem Sachwagen. Kennst du das mal alles erklärt? Hast du die Zeit genommen? Ja. Ja. Haben wir bald gleich runter, oder? Ja. Alles gut. Oh mein Gott, Mann. Schau mal, was passiert, wenn das passiert. Schau mal das an. Schau mal das an. Ich muss halt echt so. Da kann Café Louis voll abstinken. Ich weiß nicht, was ich hab. Voll schokoladig, Mann. Aber so herb, aber nicht so bitter. Nicht so süß, herzlich. Kann ich auch, oder? Kann deine Schwester sagen, oder dir dann mal die Konditorei sagen? Ja, ist geil. Alter. Zeig mal, Mann. Ja, das schaut echt richtig geil aus. Oh mein Gott, da will ich schon einen haben. So, sehr cool, Hong. Zeig mal. Das ist halt nur rot. Oh, meine, alles gerade ab. Rosa sagt. Schaut noch echt gut aus. DFI und Bitcoin.
gar nicht zufrieden. Das Gesicht hast du auch drauf, eine Aufnahme. Ja, das ist krass. Du musst dir mein Training jetzt machen. Richtig geiles Stammdenken. Was? Du musst dir mein Training jetzt machen. Was? Du musst dir mein Training jetzt machen. Alter, auf dem Laufband. So wird's. Weil der hat einer wieder voller. Der will noch. Schreib uns, soll ich den halbieren? Kümmer dich um die Tür. 3, 6, 2, 4. Hm? Ich hab das gedacht. Hallo, wer ist da? Und dann auch ganz lang, wir haben noch welche. Ja, warte, frag erst mal, die haben noch die Herzen wollen. Ich hab noch mehr als 6. Ach, echt? Hattest du mehr als 6? Ja, okay, ich dachte... Nein, nein, nein. Zuerst kommt Matze, das ist echt so. Ich hab die falsche Torte gehabt, Alter. Also, den alten Chat. Was sind die geilsten Sachen? Doch keiner nimmt D4, oder was? D4 tot, Mann. Da heute nicht mehr, Mann. Leute, uns hat D4 reingemacht, nicht Bitcoin. Nur so. Ihr nimmt's. D4. Du musst es so sagen. Sag doch mal, super cremig muss es sein. Super cremig, weil ohne Scheiß. Das ist so lecker. Die sind wirklich gut. Alter. Boah, sind die von deiner japanischen Bäckerei? Es fehlt nur noch eine Füllung. Ja, so eine aber ich würde nur eine Creme fressen, Mann, ohne Scheiß. Ja, man. Also am besten wäre Creme rein. Die Creme noch, ja, man, die Creme noch rein. Oh Gott, Alter. Machen die das? Machen die sowas auch? Ja. Mit drei? Oh mein Gott. Du kannst machen, was du willst. So. Alles kannst du mit jedem Schritt, ja. Tschüss. Ich muss jetzt erstmal aufräumen. Das war's von mir, Leute. Und den anderen, ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Alter, wir waren gestern alle investiert, außer Nico. Chong hat ein paar 100 DeFi, dank mir, aber das zählen wir mal auch mit. Also nur Nico. Krass. Das war's von mir, ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch, wie man in Bitcoin und DeFi investieren. Seid nicht so wie Nico. Cashflow generieren, zieht das Business und ciao.